So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi war mal wieder unterwegs und hat diese Flaschen Eistee gefunden. Das sind Glasflaschen, das sieht aus wie ein kleines Sixpack Bier. Das ist Eistee Elephant Bay. Wer kennt die Elefantenschlucht Elephant Bay? Und hier gibt's 7 verschiedene Sorten. Die haben wir euch alle hier hingestellt, nebeneinander. So sieht das dann aus. Die ganzen Elephant Bay Sorten von dem Eistee. Und irgendwie sieht das Bild von der Kamera heute komisch aus, als wäre irgendwie, weiß ich nicht, die Linse dreckig, sonst was. Ich muss jetzt mal schauen, dass wir es vielleicht irgendwie schaffen, diese ganzen Sorten zusammen auf ein Bild zu kriegen. Das sieht nämlich komisch aus. Wir machen es jetzt einfach mal so zurück. Tun das mal so, tun wir hier. Und das sind diese ganzen Sorten von Elephant Bay Eistee. Normalerweise hebe ich das immer hoch und ziehe es in der Hand rum. Das ging jetzt nicht. Wir packen es also wieder hier rüber. Ich wusste nicht, ob ich da so ein Tasting machen soll mit dem Muttertier oder ob wir das so machen. Ich werde es jetzt so machen, dass das Muttertier in Ruhe dann trinken kann. Wir haben zum Beispiel hier Blueberry. Blueberry Taste mit Heidelbeergeschmack und Teeextrakt. Alles 0,33 Liter Flaschen. Alles mit diesem Kronkorken hier, wo auch noch ein Anker drauf ist. Und alles aufgemacht wie ein Bier, ungefähr so. Zack. Da ist natürlich keine Kohlensäure drin, also es dürfte auf jeden Fall keine Kohlensäure drin sein. Und wir werden alles jetzt hier in diesem kleinen Gläschen testen, einfüllen, gucken, wie das aussieht, wie das schmeckt. Und am Ende probieren wir natürlich wieder alle Sorten zusammen aus dem großen auf die dicken Bierglas. Erstes also Blueberry Iced Tea mit Natural Tea Extrakt, Real Taste. Die Aufmachung halt sehr pappig hier, dieses Schild. Ungewöhnlich, dass das in der Glasflasche kommt mit Heidelbeergeschmack und Teeextrakt. Da gehen wir ja hoch auf die 0,4 Zentiliter. Blueberry Taste. Das schmeckt ein bisschen. Schmeckt ein bisschen wie dieser Krümeltee. Ich will nicht. Ich will es ja nicht schlecht reden, aber der erste Geschmack, der erste Eindruck, wie wenn du diesen Krümeltee hast, aber halt diesen. In diesen bärigen, es gibt doch rote Früchte Krümeltee. Irgendwie hat mich das genau daran erinnert, obwohl das ja hier ein hochwertiges Produkt ist. 1,50 Euro die Flasche oder so. Aber ja, wir können ja mal bei was Roten bleiben. Dann gehen wir hier rüber zu Pomme Granatapfel. Mit Granatapfelgeschmack und Teeextrakt. Das ist bestimmt gar nicht so ein Unterschied. Blueberry hatte also diesen Anker, den blauen. Granatapfel hat diesen granatapfelfarbenen Anker. Den wir uns auch jetzt mal einschenken und gönnen. Granatapfel, ich weiß gar nicht, wie Granatapfel schmeckt. Ich werde es bestimmt gleich rausfinden. Schmeckt ganz gut. Gefällt mir sogar besser als das Blueberry. Also ich bin eindeutig plötzlich Granatapfel-Fan und nicht mehr der Blueberry-Fan. Farblich sieht das beides sogar fast gleich aus. Wir bleiben bei was Roten. Nehmen mal den Watermelon. Erfrischungsgetränk mit Wassermelonengeschmack und Teeextrakt. Haben diesmal hier einen komplett grünen, aber hellgrünen Anker, den wir lichten können. Beziehungsweise schmeiße ich das jetzt einfach alles mal hier nebeneinander vorne hin. Watermelon. Ich finde ja immer Wassermelonengeschmack, wenn die den künstlich herstellen, total mies. Bin nicht so ein großer Wassermelonen-Fan. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier in dem Tee wirkt. Watermelon. Auch hier eher so rötlich gehalten natürlich. Adi. Der fängt hier irgendwelche Sachen. Hat einen ordentlich melonigen Geschmack. Finde ich auf jeden Fall besser als bei diversen Energy-Drinks, wenn die immer einen auf Melone machen. Melone hier, Melone da. Geht meistens gar nicht. Ist auch meistens total brechsüß. Das wirkt richtig natürlich. Das ist in Ordnung. Das ist Melonengeschmack. Der hat mehr Geschmack als eine Melone selber. Finde ich also richtig genial.
Kommen wir zum Klassiker. Der Klassiker natürlich Peach, also Pfirsich. Mit Pfirsichgeschmack und Teeextrakt hat ihr einen orange verblassten Deckel. Machen wir auch auf, zeigen mal kurz den Anker, legen den auch hier hin, füllen mal den Pfirsich rein. Pfirsich ist der Klassiker. Es gibt ja immer die zwei Fraktionen, Zitrone und Pfirsich, und da wird immer drum gestritten. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Pfirsichseite. Für mich ist Pfirsich einfach die beste Eistee-Sorte immer, die es gibt. Probier mal diesen Pfirsich. Sieht aus wie ein Cognac. Typische Pfirsichnote. Nicht zu süß. Schmeckt ein bisschen wie Lipton Eistee Pfirsich Zero. No Sugar. Ich weiß, ich habe gar nicht drauf geguckt, wie viel das ist. Ich will auch gar nicht drauf gucken. Und wenn wir Pfirsich hatten, gehen wir direkt über zu Lemon. Denn Lemon ist auch noch am Start. Natürlich mit dem gelben Deckel. Wir kommen vom orangen Deckel zum gelben Deckel. Passt auch zu meinem Armband. Passt auch zu dem Feuerzeug. Gucken wir uns den also mal an. Lemon. Der riecht natürlich richtig, richtig säuerlich. So wie man die Lemon halt kennt. Also Pfirsich finde ich auch gut. Kann man gut trinken. Ist auch alles schön gekühlt. Lemon hinterher, Lemon nochmal probieren, stell mal daneben, sieht genau aus wie Peach, also wie Pfirsich, wenn man es nebeneinander stellt und das schön alles nach Farben sortiert. Einmal Lemon hier. Lemon ist bis jetzt der schlechteste, würde ich sagen. Der schmeckt mir sogar zu wenig nach Zitrone. Der schmeckt einfach nur wirklich, der ist wirklich wässrig. Mit Tee aufgesetzt und da, wo die Zitrone eigentlich zünden soll, ist einfach nichts. Also, nee, da fehlt mir leider was bei Lemon. Wir gehen mal als nächstes zur Passionsfrucht. Ist nämlich hier auch nochmal da mit einem lilanen Deckel. Passionsfrucht, also ist es Maracuja mit Maracuja-Geschmack und Teeextrakt, genau. Ist Maracuja die Passionsfrucht oder zählt Maracuja nur dazu? Ist das ein Oberbegriff? Ich weiß es nicht. Warum schreibt man nicht einfach Maracuja drauf? Haben Sie noch Maracuja-Limonade? Haben Sie Passionsfrucht-Limonade? Den packen wir auch hier an ran. Der reiht sich auch eigentlich farblich zu den anderen. Wir haben drei rötliche, drei andere. Passionsfrucht oder Maracuja? Nee, es ist leider auch nix. Da fand ich sogar den Lemon noch besser. Beim Lemon hast du ein ganz bisschen wenigstens Zitrone geschmeckt. Hier, das erinnert mich leider überhaupt gar nicht an Maracuja-Geschmack. Das war wirklich bis jetzt der schwächste. Passionsfrucht, Elephant Bay. Die haben alle gut angefangen. Blueberry und Granatapfel, Watermelon, alle super. Pfirsich und seitdem Lemon und Passionsfrucht geht auf jeden Fall ab. Wir haben aber noch einen. Wir haben noch Mango Pineapple, also eine Mischung aus Mango und Ananas. Mit Mango-Ananas-Geschmack. Mango-Pineapple-Taste. Deswegen ist er auch geteilt. Der ist gelb und orange in einem. Mir tut schon die ganze Hand weh vom Flaschenöffnen. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Oh. Der riecht auf jeden Fall fruchtig, säuerlich nach einer super Ananas-Note. Auch den stellen wir jetzt dann hier daneben. Der wird wieder ein bisschen dunkler. Das sieht gut aus. Das seht ihr hier. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie die nebeneinander stehen. Die Ananasnote ist sehr präsent. Im Hintergrund merkst du leicht die Mangonote durch. Ist okay. Gefällt mir auf jeden Fall wieder besser als Lemon und als Passionsfrucht. Die zwei würde ich wirklich nicht empfehlen. Kann ich gar nicht empfehlen. Mango, Pineapple. Wer gern hier Mango und Ananas trinkt, dem wird vielleicht ein bisschen was fehlen, geschmacklich, aber trotzdem ist das eigentlich so gut. Pfirsich, für mich trotzdem Pfirsich noch mit am besten und Granatapfel, Berry, Melon. Jetzt müssen wir natürlich alle noch zusammen uns angucken, deswegen nehmen wir mal das, zeigen euch kurz. Da sind jetzt die Stöpfe, da sind jetzt die Eistees, die stehen jetzt alle hier.
Leider stehen sie gegen das Licht, das sieht jetzt also komisch aus. Wir füllen jetzt alle in einen Krug und probieren nochmal, wie das ist, wenn wir alles machen. 7 Flaschen. Wie muss ich das jetzt aufteilen, dass ich 7 Flaschen hier reinkriege? Wir geben also ein Schwätzel davon, Blueberry, dann haben wir Granatapfel. So, dann haben wir Watermelon. Wir haben ungefähr gleich viel abgetrunken, das sieht man ja, wovon am meisten drin ist und am wenigsten. Peach. Lemon. Wir haben Passionsfrucht. Mango, Ananas. Da sehe ich, dass ich so gut war, dass das Glas gerade mal zur Hälfte voll ist, aber damit geben wir uns nicht zufrieden. Ihr könnt ja hier sehen, die müssen ungefähr auf gleicher Höhe sein. Da seht ihr, wo am meisten drin ist, wo am wenigsten drin ist. Ich experimentiere noch mal ein bisschen rum. Noch ein bisschen Granatapfel hinterher. Melon auch noch ein bisschen. Blueberry, mit dem haben wir angefangen, deswegen haben wir da auch am wenigsten mit drin. Der darf noch rein. Pfirsich. Lemon. Nochmal Zitrone hinterher. Und ganz am Ende nochmal Mango. Pineapple. Jetzt dürfte es ungefähr gleich sein. Das sieht jetzt total komisch aus, wenn man sich das anguckt. Seht ihr das? Es ist ungefähr gleich, oder? Könnte man sagen. Das sind alle Sorten jetzt gemischt. Einmal 0,5 Liter, das auf die dicken Bierglas zum Abschluss. So schmeckt der Tee wahrscheinlich am besten. Riecht auf jeden Fall gut. Riecht aber eigentlich immer noch wie der rote Früchte-Krümeltee, den man so kennt. Weil irgendwie das Blueberry richtig am meisten Geschmack hatte und irgendwie am kräftigsten war. Deswegen schießen wir uns das jetzt rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Enough Talk. Es hat wieder mal am besten geschmeckt. Wenn ihr alles zusammenmischt, schmeckt das einfach immer richtig genial. Und es ist auf jeden Fall keine süße Limonade. Es ist trotzdem ein Teegetränk. Und irgendwie schmeckt das trotzdem erfrischend. Aber jeder hat andere Geschmäcker. Habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Iced Tea Elephant Bay. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.